Ja, Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir sind zurück im Hause des verrückt gewordenen Malers. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Okay. Ich bin echt gespannt, wer hier so fürchterlich am Schluchzen ist. Und die Tür hinter uns ist schon wieder zu. Ha, es gibt wieder keinen Rückweg. Echt der Wahnsinn. Okay. Auch die Tür ist verschlossen. Wer weint hier so fürchterlich? Alter, was sind das für Stimmen? Krass. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Okay, eine Bürste. Schönes Stück. Ich vermute mal, es handelt sich wohl um seine Frau. Ich hätte fast vermutet, vielleicht sein Kind, seine Tochter, aber nein, es muss die Frau sein. Und auch hier sind wieder diese doppelten, überlappenden Bilder. Tja, Leute, wo lang? Rechts oder links? Ich gehe erstmal rechts lang. Okay. Na, tolles Bild. Vater, zwei Kinder und die Frau leblos am Boden. Okay. Die Tür ist zu. Oh weia. Was will uns der Maler hiermit sagen? Also der Raum ist relativ runtergekommen. Also richtige Buchbude hier. Okay, wir haben Paprika im Regal und noch mehr Paprika und Paprika war auch schon in der Abstellkammer. Oh weia, und noch mehr Gläser. Lasst mich raten. Paprika und Oregano. Wäre jetzt nur so ein Tipp. Tatsache, wieder Paprika. So, gehe ich recht der Ahnung, dass Paprika in seinem Leben eine gewisse Rolle gespielt hat und Oregano. Oder ist das vielleicht sogar ein stiller Vorwurf an seine Frau, dass seine Frau anscheinend alles mit Paprika und Oregano angerichtet hat? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss ja dieser permanente Gedanke an Paprika und Oregano zu erklären sein. Oh, oh. Okay, Scherben am Boden, ich verstehe. Alles klar. Und nicht nur das, auch Knoblauch. Echt ein schickes Anwesen, leider nur in seinen Gedanken. Okay. Ja, der erste Schritt ist am schwersten, das stimmt. Der erste Schritt ist immer am schwersten. Wenn es erstmal ins Laufen gekommen ist, dann läuft alles, dann geht es. Nur der Grundstein, der muss erstmal gelegt werden. Okay, wo kommen wir hin? Leute, wir sind in der Küche. Wir sind wirklich in der Küche. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht cool. Das ist aber nicht die Küche. Okay, Tür ist auch wieder zu. Oh, Scheiße, was war das? Boah, hinter mir irgendein Geschlurfze. Ach du Kacke. Da hinten in der Tür. Eine Abstellkammer. Boah. Okay, was mache ich? Ich durchleuchte erstmal die Schränke. Sicher ist sicher. Okay, alles leer bislang. Boah, die müssen aber echt schwer zugehen, also. Da passiert ja echt nicht viel. Oh Mann. Okay, ich gucke erstmal ein bisschen weiter. Vielleicht gibt es hier jetzt noch was zu finden. Sieht nicht danach aus. Hing dieses Bild in der Küche beim letzten Mal auch schon? Also als wir noch richtig in der Wohnung waren, im Haus waren? Da ist auch nichts drin. Ebenso wenig. Gott, gehen die Türen schwer auf. Okay, also hier ist nichts. So, jetzt bin ich wirklich alles durch.
es ist und war nichts zu finden. Also muss ich jetzt wohl über übel... Warte mal, hier nochmal reingucken. Okay, da ist auch nichts. Ich muss jetzt wohl über übel hier in die Abstellkammer, ja? Oh, scheiße! Alter! Ach, du Kacke! Boah! Oh, die geht sogar auf, ja? Oh, ist das fett, ist das fies. Aber so wirklich reinkommen tut man hier auch nicht. Das ist einfach nur eine Wand. Okay, was erwartet uns hier? Warum wird das Bild so hell erleuchtet? Und warum wabert da auf einmal die ganze Küchenzeile? Oh, Scheiße. Oh, Kacke, ja. Boah. Ja, ja, Leute, ist schon gut. Ist schon gut. Fette Scheiße hier, ey. Da hängt was. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Okay. Die Frage ist nur, von wem hat er das Fleisch abgezogen? Also die Haut. Oh, ein Stück Haut. Ja, richtig gut. Klasse. Okay, ich vermute mal. Was ist denn hier? Irgendeine Waage. Warum steht hier eine Waage rum? Kann ich da vielleicht irgendwas draufstellen? Aber ich frage mich nur, was? Ich habe hier schon alles durchgeschaut. Hier war ja nichts. Ist doch nichts. Überall knarrt's um mich rum. Also hier ist wirklich nichts. Ich wüsste nicht, was ich da auf die Waage stellen könnte. Na gut, war ja auch nur eine Vermutung. Okay, also hier ist wirklich gar nichts. Na dann, aber irgendwas lässt sich mit der Waage machen. Betätigen kann ich sie, aber daraufhin... Oh, scheiße, scheiße. Komm, nee, ich will raus hier. Ich will raus hier. Okay. Wir sind zurück im Arbeitsraum. In seiner Malwerkstatt. Formlose Träume. Ach, und hier ist dieses Rattenporträt. Genau, was wir gefunden haben. Was liegt hier für ein Buch? Okay, also hier werden anscheinend die Fotos reingeklebt und Schriftstücke absortiert, die wir wohl im Spiel gefunden haben. Genau, das haben wir in der letzten Episode auch gefunden. Okay, was machen wir hier? Die Schränke sind zu. Ja, na denn. Okay, wir können also weitermalen. Oh, es sind neue Buchstaben mit hinzugekommen. Hass, selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. Okay, also wir haben neue Buchstaben für und neue Worte für das Schreiben hier bekommen, was uns auch, das auch immer helfen mag. Okay, ein weiterer Zettel. Tief durchatmen. Denk daran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Mhm. Okay. Höre ich da so leichte Selbstzweifel? Dass er Angst hat, das eventuell nicht hinzubekommen. Was auch immer, sein Gemälde. Okay, was passiert hier? Oh, das Gemälde verändert sich. Das Gemälde verändert sich. Oh, da
Das sieht doch aus hier wie fleischgewordene Flamingos. Übel. Schon ziemlich widerlich, okay. Ah! Was haben wir hier? Achso, zuerst guckt ihr nach einer Leinwand. Genau, das ist der Spruch, den er uns gerade erzählt hat. Mit seinem Stück Fleisch. Jetzt verstehe ich. Dieser Schrank sind die Schaukästen für die einzelnen Kapitel. Anscheinend besteht das Spiel aus 6 Kapiteln. Und wir haben gerade das erste Kapitel abgeschlossen. Okay, das nächste nennt sich Formlose Träume. Tatsache, es geht weiter. Aber Leute, wisst ihr was? Nicht mehr in der Episode. Habt Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen, Kommentar. Das wäre richtig klasse von euch zu lesen und euch zu hören. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Leute, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö.